Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ihr seht es im Hintergrund schon, wir sind heute mal wieder in einer neuen Karriere, wie in letzter Zeit jeden Freitag, denn da teste ich immer völlig verrückte Sachen. Heute habe ich wieder was richtig Besonderes für euch rausgearbeitet, allerdings bevor wir damit anfangen, möchte ich echt nochmal Riesendank sagen, ihr lest es oben rechts im Hintergrund, Lobeshymnen auf Starspieler Tschech, diesmal allerdings die Lobeshymnen auf euch. Vielen, vielen Dank für euren großartigen Support in den letzten Tagen, ich kann das wirklich kaum fassen. Wir haben auf das letzte Freitag-Video schon wieder über 30.000 Klicks, das erste Freitagsvideo hat über 60.000 mittlerweile und da denke ich mir doch, das ist wirklich nicht mehr normal. Vielen, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr die Arbeit würdigt, die in diesen Videos steckt, denn die brauchen wirklich ein bisschen Arbeit, weil ich da meistens ein paar Saisons durch spiele, simuliere, Training mache und so weiter und so fort. Das kostet auf jeden Fall Arbeit, deswegen vielen, vielen Dank an jeden, der das Ganze würdigt. Lasst auf jeden Fall auf dieser Folge auch wieder ein Like da, vielleicht knacken wir wieder die 500 Likes, wäre auf jeden Fall richtig krass und was ich jede Folge sagen möchte, was ich jedes Mal vergesse, checkt auf jeden Fall mal meinen Instagram-Kanal ab. Den findet ihr einmal unten in der Beschreibung. Dann hau ich noch einen Kommentar unten rein, da könnt ihr auch einfach raufklicken und ich blende ihn euch jetzt einfach mal im Hintergrund ein. Ich denke mal, es ist doch auf jeden Fall möglich, dort die 600 Abonnenten zu knacken. Ich glaube, mir fehlen noch 50 Stück und das würde mich riesig freuen, wenn wir das Ganze knacken können. Also, schaut auf jeden Fall jetzt erstmal einmal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, danach kommt ihr wieder. Mich würde es riesig freuen, wenn wir, wie gesagt, die 600 Abonnenten knacken könnten und ich denke, das ist auf jeden Fall möglich. Und schreibt mir am besten noch irgendeinen Kommentar auf Instagram, dass ich mal wieder ein Bild hochladen soll. Weil, wenn ich das Ganze, wenn ich so selber dran denke, lade ich heute am Freitag auch ein Bild hoch. Wenn das Ganze heute am Freitag noch nicht geschehen ist, schreibt mir das mal in die Kommentare. Spammt mir einfach mal ein bisschen zu. Und jetzt starten wir rein mit dem heutigen Video. Denn heute in diesem Video wollen wir den schlechtesten Spieler im Karrieremodus einfach mal so hoch pushen, wie das Ganze möglich ist. Ich habe den Spieler auch schon angefragt, das bedeutet, da sollten wir eigentlich bald eine Antwort kriegen. Und dann solltet ihr sehen, was für ein Spieler das ist. Der Spieler kommt aus Irland und ich denke mal, wir haben jetzt auch das Angebot bekommen. 90.000 wollten sie haben. Also ich habe nicht einfach 90.000 geboten, sondern habe einfach gefragt, wie viel wollen sie für ihn haben. Sie haben gesagt 90.000 und dann bieten wir den einfach mal 90.000. Wir geben ihm auch einfach mal viel zu viel Gehalt, 4 Jahre und er wird einfach mal künftiger Stammspieler. Ich denke mal, das wird er alles direkt unterschreiben. Der wird da keine großen Anforderungen haben und dann werden wir den einfach mal komplett trainieren und ihr liest oben links schon von 0 auf 100. Mich interessiert einfach mal, wie hoch kriegt man den schlechtesten Spieler im Karrieremodus. Das ist einfach mal so mein Interesse. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was schätzt ihr? Wie hoch schaffen wir den letztendlich zu bekommen? Ich warte jetzt langsam mal, dass er das Ganze annimmt. Dass ihr mal seht, wie gut der Spieler überhaupt ist. Ich denke mal, jetzt sollte er das Ganze akzeptiert haben. Und Michael Quinn nimmt das Angebot an. 90.000 wert. Er hat wahrscheinlich noch einen Wert von weiter unten. 45er Gesamtrating. Und der wird jetzt trainiert. Ich denke mal, ich melde mich vielleicht nach jedem Jahr einmal. Und dann schauen wir einfach mal, wie er sich entwickelt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie hoch er sich letztendlich trainieren lässt. Ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht einen 70-75er Rating hinbekommen. Schreibt mir, wie gesagt, euren Tipp in die Kommentare. Und dann geht es jetzt los mit dem Video. Und das wird wieder ordentlich Arbeit, ordentlich Training. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Like da. Und dann geht es jetzt ab mit dem Trainieren. Okay, die erste Saison ist vorüber. Und der Spieler hat sich sogar besser entwickelt, als ich es selber gedacht hätte. Wir schauen einfach mal in den Teambericht rein. Wie gesagt, ein ganzes Jahr ist jetzt um. Wir haben ihn damals für 900.000 gekauft und er kommt jetzt, glaube ich, schon gleich dran. Hier haben wir ihn. Er hat sich im ersten Jahr um 26 Ratingpunkte nach oben entwickelt, also eine phänomenale Entwicklung. Mittlerweile ein 71er Gesamtrating von 45 auf 71 und ihr seht, dass sich seine Werte auch deutlich verbessert haben. Vor allem im Torwartbereich ist er jetzt schon überall, außer doch überall sogar, im 70er Bereich. Wenn er Fangsicherheit noch um einen Punkt verbessert, hat er dort auch den 71er Rating. Und ich würde mal sagen, mit 19 Jahren ein 71er Rating hier, Michael Quinn ist exzellent. Also der hat sich super entwickelt, mit dem bin ich super zufrieden. Wir haben den, wie gesagt, für 90.000 gekauft und könnten den nach einer Saison jetzt für 2 Millionen oder sowas verkaufen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall seinen Wert ordentlich gesteigert und dann werde ich mal weiter trainieren in der zweiten Saison, mal sehen, wie er danach aussieht. So, wir sind jetzt mittlerweile schon 2 Jahre später am Start. Das bedeutet, wir sind jetzt im Jahre, muss ich selber kurz schauen, 2019. Das bedeutet, ich glaube, unser Keeper ist jetzt 21 und er hat mittlerweile einfach einen Rating von 84. Ihr müsst überlegen,
Es ist einfach der schlechteste Spieler im Spiel. Und wir haben ihn jetzt schon auf eine 84 hochbekommen. Wir können uns einmal kurz seine Stats angucken. Er ist sogar auf der Transferliste. Das bedeutet, ich muss gleich anscheinend mal sein Gehalt erhöhen. Aber wie gesagt, 21 Jahre jung. Wir haben ihn für 90.000 Euro gekauft. Mittlerweile ist er einfach 26 Millionen wert. Das heißt, wir können ihn deutlich teurer verkaufen. Seine Torwart-Stats sind mittlerweile richtig stark. Also darauf kann man auf jeden Fall setzen. Ich bin gespannt, wie er sich in den weiteren Jahren entwickelt. Ich würde einfach mal sagen, wir melden uns ungefähr in 2 Jahren nochmal wieder. Vielleicht doch ein bisschen später, damit ich das Video nicht unnötig in die Länge ziehe. Oder vielleicht jetzt sogar direkt mal zum Schluss. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich das machen werde. Oder einfach mal, wenn er die 90 erreicht. Ich bin gespannt, ob er überhaupt die 90 erreichen kann. Aber es sieht derzeit sehr, sehr gut aus. Und da melde ich mich jetzt wirklich schon zum letzten Mal zurück. Und ihr seht es im Hintergrund, wir sind derzeit im Training drin. Und zwar Michael Quinn hat mittlerweile ein Gesamtrating von 94. Damit hätte ich ehrlich gesagt niemals gerechnet, denn dieser 94er, den man gerade im Hintergrund sieht, ist einfach der allerschlechteste Spieler im Karrieremodus. Und deswegen wundert mich das selber so ein bisschen, dass dieser Spieler wirklich bis auf die 94 hochgegangen ist und sogar bis 95 geht. Also, der 45er Spieler kann ein Gesamtrating von 95 erreichen. Das ist ja wirklich sensationell. Also, ich hätte niemals erwartet, dass dieser Spieler jetzt besser sein wird als ein Manuel Neuer, als ein De Gea und so weiter und so fort. Eine Marktwert von 98 Millionen. Ihr müsst euch einfach mal zurückerinnern. Wir haben den für 90.000 und mit einem 45er Gesamtrating gekauft. Da sieht man einfach mal, was mit Training alles möglich ist. Also mit Training kriegt man die Spieler wirklich unglaublich weit nach oben. Den schlechtesten Spieler hier zum Beispiel auf ein 95er Rating, was einfach davor für mich selber nicht fassbar war. Ich habe ja gesagt, ich schätze so 70 bis 75 kriegt man vielleicht hin. Hier haben wir es gesehen, der schlechteste Spieler mit Training. Ich habe mir natürlich einen Torwart ausgesucht, den kriegt man bis auf ein 95er Rating. Und das, finde ich, ist schon ziemlich krass. Ihr habt mir letztes Mal geschrieben, ihr wollt auf jeden Fall wieder die verschiedensten Vereine sehen. Das werden wir natürlich auch wieder machen. Erstmal geht es dafür in unseren Verein. Da kann ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einen einzigen Spieler gekauft. Es sind nur Spieler, wenn da neue dabei sind, die EA selber dazu gekauft hat. Ne, hier. Costa haben wir dazu gekauft und De Gea, das sind die einzigen, die neu dazugekommen sind. Aber sonst ist das alles von EA beeinflusst, sage ich mal. Er hier zum Beispiel hat EA selber geholt und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir uns mal die Vereine an, dass ein Spieler mit einem 45er Rating auf 95 hochgehen kann, haben wir mittlerweile bewiesen. Das heißt, wir fangen einfach mal an mit Borussia Dortmund. Gut, hier haben wir den Kader von Borussia Dortmund. Ich sehe hier schon einen Spieler aus der Jugendmannschaft, der vielleicht irgendein Regen auch sein könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, aber es könnte theoretisch auch irgendein Regen sein, denn wäre allerdings nicht aus der Jugendmannschaft, dann haben wir Angel Correa von Atletico Madrid, genauso wie André Hahn von Borussia Mönchengladbach, und Pierre-Emerick Aubameyang spielt immer noch bei Borussia Dortmund. Und dann haben wir hier noch irgendjemanden, bei dem ich leider nicht weiß, bei welchem Verein er derzeit spielt. Der ist mir bisher noch unbekannt gewesen, aber hat sich auf jeden Fall auch gut entwickelt. Dann haben wir hier Azaoui, der vom VfL Wolfsburg, glaube ich, kommt. Und sonst haben wir hier Correa, spielt, glaube ich, auch nicht bei Dortmund, bin ich mir ziemlich sicher. Und Doucouré, auch kein Dortmunder, und der Rest, der ist jetzt nicht sonderlich besonders. Also da war jetzt noch nicht so die große Überraschung dabei. Hier haben wir noch Sabitzer von RB Leipzig und sonst ist da nichts Besonderes dabei. Vielleicht nochmal in der Verteidigung, aber da ist jetzt auch nicht irgendein Spieler, der mich vom Hocker haut. Vielleicht Bruno Perez, der nicht schlecht ist, aber ansonsten ist das dort ziemlich gleich geblieben. Und auf der Torwartposition sind wir eigentlich 1:1 beim Stand wie vor 10 Jahren, oder welches Jahr haben wir überhaupt? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, welches Jahr wir überhaupt derzeit haben. Wir sind derzeit im Jahre 2023, also doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Gut, dann machen wir weiter mit dem Kader von Juventus Turin. Und hier sehe ich erstmal Dybala mit einem 92er Rating, Higuain mittlerweile nur noch einen 78er Rating. Also der ist ordentlich nach unten gegangen. Und hier haben wir noch Xhaka, wenn er so ausgesprochen wird, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Spielt auf jeden Fall aber in echt schon bei Juventus Turin. Zaza, da weiß ich allerdings nicht, ist er vielleicht ausgeliehen, weil in echt spielt er nicht bei Juve. Aber es könnte sein, dass Juventus Turin ihn an irgendeine Mannschaft ausgeliehen hat.
Und das wäre es dann schon mal mit dem Sturm gewesen. Im Mittelfeld haben wir denn hier Mario Lemina, ein junges Talent, den ich mega interessant finde, der natürlich auch in echt schon bei Juventus Turin spielt. Und die großen Überraschungen, die bleiben so ein bisschen aus. Pjanic spielt auch bei Juventus Turin. Dann haben wir hier noch Sturaro, der ebenfalls schon bei Juve spielt. Und dann sind wir schon in der Verteidigung angekommen. Alessandro Bonucci und Yannick Westergaard. Das ist zum Beispiel mal was, was mich ein bisschen erstaunt. Und auf der Torhüterposition haben wir ordentlich Auswahl. Unter anderem Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach. Weiter geht es in der spanischen Liga beim FC Barcelona. Hier haben wir zuerst Paco Alcácer, ist ja auch in echt zum FC Barcelona gewechselt. Aber hier sind noch weitere Stürmer. Erstmal Mauro Icardi, neu beim FC Barcelona. Romelu Lukaku, ebenfalls neu bei Barcelona. Messi, mittlerweile nur noch mit einem 79er Rating. Dann haben wir hier noch Munir, ist auch ein junges Talent. Genauso wie Neymar, ist natürlich jetzt auch derzeit schon bei Barcelona. Und Luis Suarez auch. Und dann haben wir noch Christian Tello, bei dem ich echt mittlerweile denken könnte, dass das eine Laie ist. Dass er derzeit verliehen ist, weil der letztes Mal auch schon wieder bei Barcelona war. Oder es ist einfach ein Zufall. Oder er ist gar nicht verliehen. Ich bin aber der Meinung, dass er nicht mal bei Barcelona spielt. Dann geht es weiter mit dem Mittelfeld. Hier haben wir erstmal Charles Alenia. Den kennen wir ja aus unserer Braunschweig-Karriere. Mega krasses Talent. Und ja, Christian Eriksen ist zum FC Barcelona gewechselt. Und sonst vielleicht noch irgendeine coole Überraschung, die man hier nicht denkt. Nein, und in der Defensive haben wir Martins Indy. Auch ganz interessant. Und sonst Sokratis, das ist zum Beispiel, solche Transfers finde ich interessanter, solche Transfers von etwas größeren Spielern, und damit meine ich nicht die Körpergröße. Und auf der Torhüterposition haben wir auch noch einen Deutschen, und zwar sind dort jetzt nicht nur Ter Stegen, sondern mittlerweile zwei Deutsche, und zwar ist hier jetzt auch Ralf Fährmann am Start. Dann geht es direkt weiter mit dem zweiten spanischen Club, und wer hätte es gedacht, es ist natürlich Real Madrid. Hier spielt derzeit Gareth Bale, na klar, spielt auch in echt das, Sergio Diaz auch, Benzema auch, De Thomas auch. Hier haben wir einen neuen oder beziehungsweise einen verliehenen Spieler, ich denke mal eher einen neuen, und Mayoral ist zurück von seiner Leihe zum VfL Wolfsburg. Und jetzt haben wir auch Neutransfers. Erstmal Niang ist neu bei Real Madrid. Und Mohamed Salah, das sind die beiden Neutransfers. Und dann haben wir noch Vergos, ist, glaube ich, nicht neu. Nee, der spielt schon derzeit bei Real Madrid, bin ich mir ziemlich sicher. Dann machen wir weiter im Mittelfeld. Hier haben wir Asensio. Hier ist ein interessanter Neutransfer, sage ich mal. Mahmoud Dahoud, mittlerweile auch bei Real Madrid am Start. Dann haben wir hier auch noch Go, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, auch bei Real Madrid. Und Alen Halilovic wechselt von Barcelona zum HSV. Ganz, ganz weit nach unten, sage ich mal. Da ist er auch komplett abgefallen, war nicht mehr im Kader dabei und so weiter und so fort. Und danach mal eben der Wechsel zu Real Madrid. Auch mal eine ganz interessante Karriere. Und Toni Kroos ist auch noch am Start mit 33 Jahren, genauso wie James Rodriguez. Arturo Vidal. Was für ein breites Mittelfeld hat hier eigentlich Real Madrid? Ich bin der Meinung, ich scroll hier schon ein paar Minuten runter. Und dann haben wir noch Martin Ødegaard, das ewige Talent. Na gut, er ist auch in echt noch jung, aber er ist schon sehr, sehr lange ein bekanntes Talent. So, dann haben wir hier noch Christensen in der Verteidigung. Lucas Hernandez von Atletico Madrid zu Real Madrid, wenn ich mich nicht irre. Und dann Llorente, der dort auch nicht spielt. Und sonst haben wir noch Wimmer und Jesus Vallejo, der natürlich von seiner Leihe bei Eintracht Frankfurt zurückgekehrt ist. Und auf der Torhüterposition haben wir auch einen Deutschen. Haben wir auch einen Deutschen. Loris Karius von Liverpool, ja, mittlerweile. Ich wollte gerade sagen Mainz 05, aber mittlerweile spielt er ja bei Liverpool. Das heißt, von Mainz zu Liverpool, danach zu Real Madrid, ist auch mal eine ganz interessante Karriere. Dann geht es direkt weiter, und zwar jetzt bei Manchester United. Erstmal natürlich den derzeitigen Stürmer Sergio Aguero, dann ein paar junge Spieler dabei, mittlerweile ja auch Gabriel Jesus. Und der ist ja auch, glaube ich, gerade erst im Karrieremodus drin, seit irgendwie 2 Wochen oder sowas in der Art. Wir haben auch noch Iheanacho, der auch ein super Talent ist, und er weiß ich gar nicht ganz genau, wie er sich entwickelt. Und Nicolas Sansson, der ist, glaube ich, ein Neutransfer, und Enes Ünal ist, glaube ich, verliehen, spielt aber, glaube ich, in echt schon bei Manchester City, ist allerdings derzeit verliehen, ich weiß nicht an welchen Club. Dann machen wir weiter im Mittelfeld, wo wir sogar einen Deutschen dabei haben müssten mit Sané, ich weiß nicht, ob er gewechselt ist oder nicht. Und ja, wir haben hier Kevin De Bruyne, dann haben wir natürlich Fernando, Delph, Ilkay Gündogan, stimmt, den haben wir auch noch als Deutschen, Nasri, Nkudu, der ist doch in echt nicht zu Manchester City gewechselt, sondern ist er nicht zu Tottenham gewechselt? Ich bin mir
mega unsicher, also es könnte sein, dass es komplett falsch ist. Ich bin nur der Meinung, dass er aus der französischen Liga zu Tottenham gewechselt ist. So viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht unbedingt von Manchester City. Leroy Sané, den hatte ich vorhin schon angesprochen. Und dann haben wir noch Sterling und Zinchenko. Dann gehen wir zur Verteidigungsposition in den Verteidigungsreihen und da erkenne ich direkt was Neues. Das ist Alderweireld. Dann haben wir noch Jose Maria Jimenez, der natürlich auch neu ist bei Manchester City. Spielt ja in echt bei Atletico Madrid. Und dann haben wir auch noch Mangala hier, der bei Valencia spielt. Und das wäre es gewesen. Und Otamendi ist ja in echt schon bei Manchester City am Start. Und auf der Torwartposition ist wahrscheinlich Rui mittlerweile der erste Keeper. Joe Hart wieder nach seiner Leihe zurück. Und Bravo anscheinend mit seinem Karriereende. Und Rui ist jetzt derzeit erster Keeper. Und dann machen wir noch weiter bei Manchester United. Und da fällt mir direkt auf. Erstmal Antoine Griezmann, der ja auch in echt mittlerweile in Verbindung gesetzt wurde mit Manchester United. Ich weiß nicht mit welchen Clubs noch, aber ich glaube, fast mit jedem Top-Club wurde der schon mal in Verbindung gebracht. Dann geht es weiter mit Alexandre Lacazette, ebenfalls ein Top-Talent im französischen Sturm. Na gut, ob man in dem Alter noch Talent ist, das wage ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ein Top-Stürmer. Marcus Rashford ist der nächste Spieler, der ist auf jeden Fall noch ein Talent und spielt auch in echt bei Manchester United. Und ja, das war's schon mit dem Sturm. Also das waren die beiden Überraschungen, Griezmann und Lacazette. Dann machen wir weiter im Mittelfeldbereich. Hier haben wir Memphis Depay, dann haben wir Fosu Mensah, der wahrscheinlich auch einen, ne, hat er gar nicht so ein gutes Rating. Yann Uzai, der ja zu Dortmund eine Zeit lang ausgeliehen war. Mkhitaryan, Martial, Paul Pogba natürlich am Start, Schneiderlin und ja, kein besonderer Transfer meiner Meinung nach. Und dann gehen wir schon in die Innenverteidigung. Da haben wir Bailly, da haben wir Blind und sonst fällt mir da jetzt auch nichts sonderlich Großes auf. Es kann natürlich sein, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ich hoffe mal nicht. Wir haben noch Luke Shaw, wir haben Chris Smalling und wir haben hier zum Beispiel ein großes Talent, der derzeit oder der in echt zu RB Leipzig gewechselt ist von Salzburg. Und ich bin gespannt auf den in der Bundesliga. Ich habe von dem bisher noch gar nichts gesehen, aber ich habe gehört, dass es ein sehr, sehr großes Talent sein soll. Und was Transfermarkt.de sagt vom Marktwert, ist er auch mit seinem Alter schon ziemlich weit oben. Also ich bin gespannt, was der so bei RB Leipzig reißen wird. Und auf der Torhüterposition haben wir anscheinend derzeit hier Ryan vor Romero und die anderen, die sind noch nicht zu Ende gescoutet. Also das sind so die interessantesten Spieler und die interessantesten Vereine. Ich hoffe, dass das wieder nicht zu lang war, aber ihr habt letztes Mal gesagt, ihr mögt das mega gerne sehen und dass ich das gerne öfter und gerne noch länger machen soll. Zu lang möchte ich es allerdings auch nicht halten. Ihr seht hier, das Wichtige von diesem Video war, wir kriegen einen 45er Spieler im Karrieremodus mit Training auf die 95 hoch. Da sieht man eigentlich, mit Training verfälschst du eigentlich die komplette Karriere. Mit Training kannst du eigentlich jeden Random-Spieler ordentlich nach oben hauen. Also testet das auf jeden Fall auch mal aus. Was für Spieler kriegt ihr so auf was für ein Rating? Würde mich mal interessieren. Und dann, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Checkt auf jeden Fall mein Instagram aus. Da, wie gesagt, vielleicht knacken wir da die 600 Likes. Würde mich riesig freuen. 50 fehlen noch. Den Namen findet ihr dazu unten in der Beschreibung als Kommentar. Und jetzt nochmal eingeblendet. Und dann solltet ihr jetzt diesen Endscreen sehen. Links oben in der Ecke findet ihr meinen Kanal, links da unter meinen Gaming-Kanal, wo ich alles Mögliche immer hochladen und auf der rechten Seite werden euch ein paar Videos vorgeschlagen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!